würde sagen, in medias res, meine Herren. Ja, herzlich willkommen zur Arbeitsgruppe hier. Fluchtursachen, militärisch-politische Strategien, kurz FUMS. Wir sollten es vielleicht lang lassen. Sie wissen ja, übermorgen der Flüchtlingsgipfel. Die Kanzlerin braucht Lösungen. Ich freue mich deshalb, die besten Experten dazu Deutschlands an meinem Tisch zu wischen. Also, die Kanzlerin möchte Sie ausdrücklich ermuntern, dass Sie jetzt mal richtig frei denken, jenseits aller Tagespolitik, richtig mal ein richtiges Brainstorming. Ja, hat denn irgendjemand irgendeine Idee? Also, wenn ich diese rege Diskussion mal unterbrechen darf, ich hätte da eine Idee. Ja. Also wir sprechen doch immer davon, dass eine Armee von Flüchtlingen auf uns zukommt. Und wenn eine Armee von Flüchtlingen auf uns zukommt, dann plädiere ich aus Sicherheitsgründen für eine militärische Option. Hervorragende Idee. Kleiner Haken, die Flüchtlinge sind unbewaffnet. Ja. Sonst noch was? Ja, Sie vielleicht. Also wir vom CSU-Arbeitskreis. Also wir vom CSU-Arbeitskreis Flucht weg. Flucht weg. Wir hätten dazu folgenden Vorschlag. Komm, bitte nicht aus Bayern. Jetzt lassen Sie ihn doch mal reden. Ja. Wie wäre es denn an dieser Stelle mit einer Flüchtlingsmaut? Wie soll das? Ja, also wir belegen quasi jeden, der übers Mittelmeer einreist, mit einer Abgabe. Das ist ja fürchterlich, das betrifft ja auch die deutschen Kreuzfahrer. Ach so! Ja, die kriegen ja ihr Geld dann quasi über die Nachlässe bei der Passgebühr wieder zurückerstattet. Ihnen ist schon klar, dass das eindeutig gegen Europarecht verstößt. Ach so! Gilt dies auch für uns? Wie sieht das eigentlich aus? So ein Luftschlag gegen Brüssel. Verstößt er auch gegen Europarecht? Also wir sollten das vielleicht doch analytischer angreifen. Afrika. Ja, da kommen viele Leute zu uns. Warum? Na, an übertriebenem Reichtum wird es nicht liegen, nicht wahr? Naja, viele flüchten, weil sie sich von ihren alten Berufen nicht mehr ernähren können. Ach, das ist, sehen Sie, das ist doch interessant, dass diese Flüchtlinge waren vorher noch was anderes als Flüchtlinge. Ja, ja, die meisten waren Kleinbauern, Geflügelzüchter, Fischer. Also, Entschuldigung, was können denn wir dafür, wenn der Afrikaner seinen Job verliert? Also, der verliert ihn, weil deutsche Produkte die einheimischen Waren verdrängen. Ist einfach so. Ja, aber die können sich doch Zölle schützen zum Beispiel. Ihnen ist sicherlich nur kurz entgangen, dass viele afrikanische Staaten ein Freihandelsabkommen mit der EU geschlossen haben, das EPA. Ja. Ja. Ist sowas wie TTIP für Arme. Ja, aber. Ja, aber Entschuldigung, wenn es keine Zölle mehr gibt, dann müssen Sie doch nicht gleich Ihre Waren persönlich in Europa vorbeibringen. Und so ein zollfreier Handel ist doch auch gut. Ja, ja. Dann bekommt dieser wunderbare Nähe der Afrikaner jetzt auch endlich günstig seinen Mercedes. Oder was genau liefern wir darunter? Ja, nur absolute Qualitätsprodukte wie Hühnerfleischabfälle. Mhm. Sowas essen die. Mhm. Naja, das ist einfach so. Das, ganz ehrlich, das afrikanische Geflügel, das hat gegen unsere deutschen Hähnchenreste einfach überhaupt gar keine Chance. Ja. Sogar unser Müll ist unwiderstehlich. Nee, nur billiger. Ach, vielleicht produziert der Afrikaner zu teuer. Ihr müsst aber mit den Löhnen runter. Ich glaube, es liegt einfach an der Mentalität des Kunden dort. Der Afrikaner greift einfach gern zum Sonderangebot. Also, der muss sich endlich einmal befreien von dieser Billig-Billig-Mentalität. Ah, Sie meinen, dem fehlt einfach das Bewusstsein für Bio und regional. Ja, okay.
sag mal, wenn der Afrikaner wirtschaftlich nicht mit uns konkurrieren kann, warum schließt er überhaupt solche Freihandelsabkommen ab? Ich meine, Freihandel kommt von freiwillig. Ja, nicht ganz. Also, Kenia wollte seinen Handel nicht so ganz vollständig öffnen und wurde daraufhin von der EU mit einem Strafzoll überzeugt. Ja, das ist doch jetzt sehr komplex. Können wir das für die Kanzlerin ein bisschen eindampfen? Also, was ist denn in dem Fall Hauptfluchtursache, sagen wir mal, in einem Wort? Wir. Oh. Schau her. Ja, also, das ist aber nicht. Das macht eine militärische Option natürlich schwierig. Aber nicht unmöglich. Also, wenn wir die wirtschaftliche Not nicht als Fluchtursachen bekämpfen können, dann bekämpfen wir doch einfach die wirtschaftliche Not als Fluchtursachen. Bitte? Wir sagen einfach, wirtschaftliche Not ist keine Fluchtursache. Das klingt doch vernünftig. Das machen wir ab jetzt. Wirtschaftliche Not erkennen wir doch die ganze Zeit schon nicht an und die kommt trotzdem. Okay. Was wollen wir? Wir wollen, dass der Afrikaner daheim bleibt. Ja. Logische Folge, Betreuungsgeld. Ja. Das ist okay, dann schlage ich jetzt auch noch was vor. Ich schlage vor, wir nehmen richtig Geld in die Hand, investieren auf dem afrikanischen Kontinent 220 Milliarden Dollar in Bewässerungssysteme und können so die Zahl der Hungertoten halbieren und beseitigen somit die Fluchtursachen. Ja. Wenn ich Sie zusammenfassen darf, kein Platz. Das ist ja auch etwas, was wir den Kosovo-Albanern sagen. Kein Platz. Sie kommen trotzdem. Dabei haben wir für den Kosovo alles gemacht, was wir können. Wir wollen ihn jetzt sogar zum sicheren Herkunftsland machen. Was sollen wir denn noch tun? Ja, obwohl auch Ihnen sicherlich klar ist, dass das Einzige, was da sicher ist, die Armut ist. Ja, das stimmt. Also 30% Arbeitslosigkeit. Ein Drittel lebt von 1,30 Euro am Tag. Das ist ja wesentlich weniger als Hartz IV. Ich sage ja schon lange, die Sozialhilfe ist bei uns zu hoch. Ja, sag so, diese ganzen Milliarden, die wir dem Kosovo gegeben haben, wo sind denn die hin? Alles in den Händen einer kleinen, korrupten Clique. Was schauen Sie jetzt da mich so? Also, hallo. Ja, immer. Wir haben im Kosovo, wenn ich Sie richtig sehe, Mafia-Gangster und gewaltbereite Extremisten zu Politikern und Beamten gemacht. Und wir waren sehr gut da drin. Entschuldigung, das ist ja ein bisschen links jetzt. Ne? Also, wer sagt denn sowas? Wir. Also, beziehungsweise unsere Berater von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Okay, ja, ich weiß nicht, was sollen wir denn machen? Wir können da ja nicht einmarschieren oder so. Natürlich können wir das. Können wir? Können wir nicht. Können wir nicht. Warum? Weil wir schon da sind. Ihnen ist sicherlich nur kurz entfallen, dass wir 99 ja in den Kosovo einmarschiert sind mit der visionären Idee, aus dieser winzigen Provinz Jugoslawiens einen lebensunfähigen Staat zu machen. Ja, das ist doch jetzt wieder sehr komplex. Können wir das für die Kanzlerin wieder? Wer ist denn, sagen wir, Hauptfluchtursache im Kosovo in einem Wort? Wir. Also genau genommen waren es unsere Vorgänger. Ah ja. Rot-Grün. Ja, ja. Die waren noch offen für militärische Optionen. Ja, dann lass uns halt die Sozis bombardieren. Ja, Entschuldigung, was reden wir denn die ganze Zeit über Kosovo, wo wir doch jetzt gerade ganz eindeutig Armut als Fluchtursache ausgeschlossen Richtig. Haben? Richtig, der Mann hat recht. Naja, ein Problem haben wir mit dem Kosovo schon noch. Was ist mit den ganzen Sinti und Roma? Ich meine, in Frankreich werden die als politisch Verfolgte anerkannt. Oh Gott, müssen wir die jetzt auch noch alle aufnehmen? Ja, keine Sorge. Gerade bei der Verfolgung von Sinti und Roma liegt die Messlatte in Deutschland historisch sehr, sehr hoch. Ja, das stimmt. Also so ein bisschen Diskriminierung reicht da nicht aus. Gut, also dann fasse ich mal zusammen. Sag mal, Kosovo ist erledigt, Afrika auch. Jetzt sehe ich noch Syrien. Die müssen wir dann doch aufnehmen, nicht? Das ist, warum kommen die alle? Was ist da los? Da tobt seit 4 Jahren ein Bürgerkrieg. Ja, das weiß ich. Wer genau kämpft da? Gegen wen? Jeder gegen jeden. Da kämpft jeder gegen jeden? Mhm.
warum sind wir dann nicht dabei? Ja. Was ist da los? Also was war denn da bisher unsere Strategie? Die lange Fassung oder die kurze? In dem Fall die lange. Es gab keine. Aha. Ah, ja, aber wir können uns da nicht mehr raushalten. Wir müssen doch da jetzt auch mal, zumindest nicht, bloß wen bombardieren wir denn da vor Ort? Alle. Ja, da muss man nicht so genau zielen. Ah, okay, das ist... Der Horst sagt, wir müssen den Putin mit ins Boot holen. Sonst kriegen wir da keine Lösung. Ach, hören Sie, Sie wollen Sie wirklich das Morden beenden und Stabilität im Mittleren Osten, wenn Putin dafür einen Imagegewinn hat? Nee, das machen wir nicht. Da behalten wir lieber den Krieg und nehmen die Syrer. Ja. Sagen Sie, da gibt es eine Frage, die werden Sie mir doch sicherlich beantworten können, oder? Wenn wir die Syrer eh alle anerkennen, ne, warum lassen wir sie dann im Mittelmeer ersaufen und schaffen nicht sichere Fluchtrouten nach Europa? Hallo, Frau Bundeskanzlerin. Wie geht's Ihnen? Sie haben recht, das geht mich nichts an. Bitte, wir sitzen hier zusammen. Lösungen. Selbstverständlich haben wir Lösungen. Wir haben zum Beispiel als... Betreuungsgeld. Betreuungsgeld für Afrikaner. Maut. Eine Flüchtlingsmaut. SPD. Oder wir bombardieren die Sozialdemokraten. Aha. Ja. Okay. Tschüssi. Und? Was hat's gesagt? Sie will es prüfen. Mir ist da gerade entgangen. Haben Sie erzählt, dass wir eine der Mitfluchtursachen sind und deswegen unsere Politik grundlegend verändern müssten? Nein. Warum denn nicht? Weil ich Realist bin und meinen Job mag. Ich hätte jetzt da mal einen Vorschlag. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Also, Betreuungsgeld und Maut hat er ja schon gesagt. Ja. Rein physikalisch erreicht uns ja der Flüchtling nur, weil wir stehen und er sich bewegt. Ja? Ja? Wenn? Das ist doch ganz schön, das ist ja spannend. Das ist. Das hat was. Ja, wenn wir jetzt schneller wären wie der Flüchtling, dass er uns nicht mehr erreicht. Sagen Sie mal, wirken Ihre Tabletten nicht mehr? Jetzt lassen Sie den Mann noch mal. Wie, und dann? Ja. Ja, wir müssen quasi Europa bewegen, also weg vom Flüchtling. Ließe sich das denn umsetzen? Ja, man müsste nur die europäische Kontinentalplatte wegsprengen und motorisieren. Ja, wie schwer ist denn Europa? Mit oder ohne Türkei? Ja, also wenn schon, dann ohne. Ah. Ja, also ich denke, da fragen wir doch mal die Automobilfirmen vielleicht. Das ist natürlich viel besser, als weiterhin aus humanitären Gründen Flüchtlinge aufzunehmen. Ja, das finde ich auch. Gute Arbeit. Endlich ein realistischer Vorschlag. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Bundespressekonferenz. Die Ergebnisse von FUMS liegen Ihnen ja vor. Gibt es dazu Fragen? Was sieht die Bundesregierung denn jetzt als Fluchtursache Nummer 1 an? Mobilität. Bitte was? Mobilität. Ja, also die Flüchtlinge bewegen sich und da muss man was machen. Ist es richtig, dass die Bundesregierung plant, den europäischen Kontinent abzusprengen, um vor den Flüchtlingen zu flüchten? Das war nur ein privater Debattenbeitrag. Das war. Die Bundesregierung möchte vielmehr gegen kriminelle Schlepper vorgehen. Die Bundesregierung will also einfach nur die Flucht unterbinden, statt gegen die Fluchtursachen vorzugehen. Nein, nein, die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass die grundsätzliche Fähigkeit zur Bewegung eine der wichtigsten Fluchtursachen überhaupt darstellt. Deswegen wollen wir Schleppern die Geschäftsgrundlage entziehen. Heißt das, es werden jetzt endlich legale Fluchtrouten nach Europa geschaffen? Genau, wir versenken die Boote. Dazu
haben wir im Juni 2015 zusammen mit der EU die militärische Mission European Naval Force Mediterranean ins Leben gerufen. Ein militärischer Vierstufenplan. Nach der Phase 1 Beobachtung befinden wir uns derzeit im Übergang zu Phase 2 der Bekämpfung der Schlepperboote. Das klingt nach einer militärischen Option. Nach meinen Informationen will die EU beim Kampf gegen die Schlepperboote 7 Kriegsschiffe, einen Flugzeugträger, U-Boote, Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge einsetzen. Schießt man da nicht mit Kanonen auf Spatzen? Nicht Spatzen, Schlepper. Hören Sie mal, die Schlepper, die trifft man doch selten alleine an. Die sind doch in der Regel umgeben von Flüchtlingen. Geraten Flüchtlinge da nicht ins Kreuzfeuer? Ja, ja. Bei nicht einvernehmlich ablaufenden Schiffsbegegnungen besteht das hohe Risiko von Kollateralschäden. Wie haben Sie für so einen Einsatz überhaupt ein Mandat? Hier setzen wir das Diktum der Kanzlerin um, die gesagt hat, Deutschland muss flexibler werden. Sie haben gesagt, wir sind jetzt in Phase 2. Was ist Phase 3? Da marschieren wir mit Bodentruppen in Libyen ein. Wie bitte? Braucht man dafür nicht auch ein Mandat? Wir arbeiten an einer Zustimmung der libyschen Regierung. Wir haben versucht anzurufen, aber wir haben niemanden erreicht. Also, Tripolis war besetzt von Al-Qaida. Aber so ein Angriff, das ist doch heller Wahnsinn. Ich meine, ohne Mandat, ohne Strategie, riskieren Sie da nicht einen verheerenden Krieg? Ich darf Ihre Aufmerksamkeit jetzt lenken auf das Foto der Kanzlerin mit einem Flüchtling. Ja, danke für diese wunderbare PR. Aber sollte man bei den Fluchtursachen nicht auch mal bei den Ursprungsländern ansetzen? Ja, deswegen haben die EU-Innen- und Außenminister am 28. November 2014 die sogenannte Khartoum-Erklärung verabschiedet. Der Khartoum-Prozess ist eine Zusammenarbeit der EU mit den afrikanischen Staaten, um den Migrationsdruck zu dämpfen. Also Grenzen dicht machen. Ist es richtig, dass dieses Abkommen auch von den Präsidenten aus Eritrea, Sudan und Südsudan mit unterzeichnet wurde? Ja, das sind einige unserer strategischen Partner vor Ort. Ah, das ist gar kein FIFA-Komitee. Liegt gegen Al-Bashir aus dem Sudan nicht ein internationaler Haftbefehl wegen Völkermord vor? Und Salva Kiir Mayardit aus dem Südsudan. Unter seiner Präsidentschaft werden Patienten in Krankenhäusern erschossen und Kinder vergewaltigt. Eritrea unter Afewerki, das weiß jeder, ist eine Folterdiktatur, in der Menschen verschwinden und als Sklaven gehalten werden. Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass es sich hierbei um nicht vollständig ausgebildete Demokratien handelt. Sie wollen also mit verbrecherischen Staatschefs zusammenarbeiten, um Fluchtursachen wie Bürgerkrieg oder Folter zu beseitigen? Nein, ich darf Ihnen das noch mal vorlesen. Ich zitiere deswegen aus einem Papier. In Eritrea geht es darum, die Institutionen dieser Regierungen zu stärken, um Fluchthelfer zu bekämpfen. Was heißt das konkret? Nach unseren Informationen will die EU an einem Trainingszentrum in Kairo für diese Diktatoren Polizisten ausbilden. Ja. Und was ist die Frage? Es geht der EU also nicht darum, Unrecht zu verhindern, sondern zu verhindern, dass die Menschen vor diesem Unrecht davonlaufen können. Wenn Sie das sagen. Wie kann die Bundesregierung dieses moralische Elend überhaupt rechtfertigen? Ich glaube, dass ich an dieser Stelle alles gesagt habe, was es dazu zu sagen gibt. Sie haben noch gar nichts dazu gesagt. Eben. Meine Damen und Herren, das war die Anstalt.